Hallihallo und willkommen zur vierten Folge von Plants vs. Zombies 2 Garden Warfare. Nein. Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. So rum. So, die vierte Folge habe ich schon mal aufgenommen und habe auch ein bisschen was freigeschaltet, ein bisschen was erreicht, aber leider habe ich die Aufnahme versehentlich gelöscht. So, ich kann die ganzen Missionen zwar wiederholen, das werde ich jetzt aber nicht machen. Stattdessen werfen wir uns diese Folge mal in den Multiplayer-Part. Ach, geil. Das ist ein geiler Aufbau. So, Türmatte. Der ideale Ort für Einsteiger. Hier sind keine Anpassungen, Charaktervarianten und Waffen-Upgrades erlaubt. Ja gut, okay. Dann machen wir den mal zum Einstieg. Woo! Geil. Bester Spielepartner wird gesucht. Besten Spielpartner gefunden. So, Sand. Sand, ein Land voller Sand, in der ganzen Welt bekannt. Sand in der ganzen Welt bekannt. Okay. Warum nicht? Ach nein. Irgendwelche Kiddies, ey. Da kann man diese Erwachsenen-Spiele nur noch mit Kids spielen, oder was? Oh, ich bin bei den... Ach, bei den Orks bin ich, ja. Ich habe zu viel Herr der Ringe gespielt. Ich finde den Wicht aber einfach geil. Den nehmen wir. Wir sind bei den Zombies. Alle stumm schalten. Okay, die hat eine Uzi. Und wir haben einen Titanfall. Was gehst du mir jetzt auch? Was springst du mir einfach so rein? Okay, ich muss wirklich wieder absolute Anfänger wirken. Haha! Ihr Kartoffelknödel habt doch keine Chance gegen mich. Für den Ruhm der Zombieheit! Bereit für einen Titanfall. Aber wir verlieren Power. Komm schon. Wir sind die ultimative Zombie-Halt. Warum zerstört er da oben alles? Weg hier. Oh, verdammt. Ach, das wäre jetzt so geil gewesen. Ja, aber das ist interaktives Level-Design, was wir hier haben. Nein! Hm? Schade, wir waren nicht dabei. Ah gut, wir sind ja auch mitten im Spiel dazugekommen.
auf immerhin fast die Mitte. Das sind, Oha. So, ist immer schön, wie live bei uns alles ist. Super Prince. Das ist ein Nahkämpfer. Captain Todbart. Ist so eine Mischung. Ach, nehmen wir einfach mal den normalen Sturmsoldaten. Klassisch, verlässlich, tot. Was ballert ihr jetzt schon auf uns? Auf eure eigenen Leute, ihr Idioten! Ich darf nicht sagen mit Idioten, wenn ich einfach mitten im Beschuss stehen bleibe. 3,7! Nein, nein, 37. 3,7 habe ich jetzt gerade. Nein! Okay. Danke für die Hilfe, Kollege, aber hat leider nichts gebracht. Okay, das ist ein Sprungangriff. Das ist ein Raketenwerfer. Und LB ist dann wohl die Granate. Haha! Reiß die Pflanzen aus! Reiß die Pflanzen aus, reiß die Pflanzen aus, reiß die Pflanzen raus. Wo ist dieses grüne Pack? Komm schon! Ah, verdammt, Butterbomben! Von der tödlichen Mary wurden wir erledigt. Okay, Rückzug. Ich wollte gerade sagen, schön, dass ich da ohne einen Treffer durchgekommen bin. Hat sich leider erledigt. Verdammt, ja. Ach geil, wir heilen uns selbst. Alter, was soll denn die Scheiße? Geh vor. Weg hier!
Wenigstens habe ich noch ein bisschen Schaden gemacht. Kann nicht sein, dass die Pflanzen uns so sehr zu schaffen machen. Oh Gott, das ist gruselig. Das ist doch nichts für Kinder. Das ist aber eine geile Mucke. Da. Verdammt. Oh, die Blume in der Mitte. Das ist so süß. Ach, 10.000. Ja, mit diesem Mal waren wir wirklich... ja gut, nicht einer der Besten, aber wir waren weiter oben. Vorlagenmeister war Azumin. Ja, eigentlich ist es sau doof, immer nur eine Klasse zu spielen. Das sollte man eigentlich anpassen, je nachdem, was für Gegner gerade rumlaufen. Ach, das Frostbechel. Das haben wir doch schon mal gespielt in der zweiten Folge. Rosi. Rosi hat einen Tulpengarten. Was für Abgründe sich hier auftun. Oh, jetzt bin ich bei den Pflänzchen. Ich will mal den Kaktus, den habe ich noch nie gespielt. Also wir haben Minen, wir haben eine Mauer und keine Ahnung, was das in der Mitte sein soll. Haha! Ah! Weg hier! Was ist denn das? Ist das eine Drohne? Wie geil! Oh Gott, steuert sich dieses Ding! Zerstört den Wicht!
Ich frage mich, ob mein Kaktus in der Zeit angegriffen werden kann. "25 ist die Zahl der Socken, die ich anhabe." Okay. Sorry. Geh weg! Doppelmauer! Yay! Heile mich! Komm schon! Ja! Der Sieg ist im Greifen nah. Ha! Papagei zerstört. Gewonnen! Wow! Ach schade, wir waren nicht dabei. Aber wir sind auf dem 3. Platz unseres Teams. Geil! Aber da sind wir leider nirgends dabei. Oh, schade. Schade, schade. Ja, zurück zum Hinterhof, bitte. Chili-Bohnen schmecken gut mit Käse. Witziger Fakt am Rande. Interessant. Hi. So, Stickerladen brauche ich einen. "16.000. Oh, da können wir uns noch mal was Schönes leisten. Bam. Oh, für den Schnapper haben wir was bekommen. Zeitungszombie, Soßenbrille, Vollblattbart, Raketenroboter. Ja, ja, klingt ganz gut. Ja. Ich würde sagen, Leute, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Folge werden wir das, was ich jetzt schon eigentlich in der originalen 4. Folge gemacht habe, wiederholen. Ja, gut. Dann schauen wir einfach mal. Wie immer. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir machen sollen oder welchen Spielmodus wir machen sollen, schreibt es in die Kommentare. Wir werden, so gut es geht, darauf Rücksicht nehmen. Kommt nichts mehr, ihr könnt abschalten. Ciao, danke fürs Einschalten.